Einen schönen guten Morgen. Heute ist ein besonderer Tag. Die Koffer sind gepackt. Wir fliegen zum Sondeln nach Bulgarien. Für die, die es noch nicht wissen, also ich mache einen Trip wie letztes Jahr auch nach Bulgarien zum Sondeln. Und letztes Jahr habe ich da ganz, ganz viel Glück gehabt. Und deswegen fliegen wir wieder dahin. Aber dieses Mal werde ich das alles dokumentieren in Form von einem Vlog. Vielleicht zwei, drei, vier Stück. Ab und zu poste ich dann Updates auf TikTok. Außerdem wird es auch Livestreams geben. Also kommt mit, wir fahren jetzt mit dem Zug zum Flughafen und dann geht's ab nach Bulgarien. Ich habe schon voll Bock, ja. Ich habe zwei Mantikos dabei. Ich habe Spaten, Grabungswerkzeug, Pinpointer habe ich doppelt. Ich nehme mal lieber alles doppelt mit, falls was kaputt geht. Also Leute, wir sehen uns. Bis gleich. Mit Ansage, das ist ein Römer oder nicht? Dann lass Sven ihn posieren. Komm, mach's nicht so spannend, ja? Der hat richtig Lack, ja? Der hat schon fünf Römer rausgeholt heute. Er ja, macht spannend, ja? Komm schon. Da. Und? Ja. Stark, ja? Heftig. So, jetzt haben wir ein gutes Signal. Ich nehme an, es ist eine Münze, ja? Schönes 49er, 50er Signal, ganz stabil. Ich denke mal, es könnte sich wieder um einen Römer handeln, wenn wir Glück haben. Da, guck mal. Siehst du? Bam! Yes! Guck mal, der ist schön, ja? Ich hab's doch gesagt. Ist so, Habibi! Boah, guck mal, der ist geil. Ich hab Nummer 4, ja? Bruder, ich hab auf Ansage gemacht hier. Guck noch mal hier. Der Doppelschlag oder was? Nee, Doppelschlag. Könnte noch eine sein, ja? Tatsächlich. Meinst du? Was Kleines. Nee, Blech. Egal. Gehört auch dazu. Blech gehört auch dazu, ja. Was für ein Signal? Zwischen 54 und 40. Was meinst du? Es sind bis jetzt nur Römer gekommen, ne, heute. Außer Müll ist Römer gekommen. Ich denke mal, dass es auch wieder eine Römer sein wird, ja. Meinst Wenn? Du? Dann ist es Number 6. Mal gucken.
Der liegt auch nicht tief, ne? Ne, der ist relativ weit oben, ne? Jawohl, boah, Junge, Alter, was ist los hier? Bruder, sei mal ehrlich, bereust du das, hier hingekommen zu sein? Kein bisschen, Bruder. Kein bisschen, ja. Mega geil, ja. Wo sind wir gerade? In Bulgarien! Jeeha! Jungs, Balaron hat noch einen. Hey, hört euch das Signal an, ja? Ist das kein Römer oder ist das einer? Ich würde sagen, das ist einer. Was meinst du? Ist einer, ne? Ja. Das Feld ist einfach noch mega, ja. Bruder, das glaubt man gar nicht, ja? Komm, guck ihn, guck. Hey. Noch eine. Und wieder einer. Jetzt bist du auch bei 5, ne? Ja, Mann. Du bist immer einen vor, ja? Immer einen voraus, positiv. Jetzt. Ibo schläft fast ein, zeig mal dein Gesicht. Komm, letzte Münze, komm, hoffentlich. Was zeigt das Ding überhaupt an? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Da, Mann, jawohl, endlich, ja? Ja. Rest in peace, Bruder. Warum ist die blau? Zeig mal. Schlumpfenmünze. Warum ist die blau, hast du jetzt gesagt? Oh, das ist eine dickere, ja? Keine Ahnung. Muss man mal sauber machen, ja? Mhm. Sieht aus wie ein Mentos. Erstmal, Fisherman's Friends ist das, Bruder. Ja, Mann. Ja, gut. Zweite Münzchen. So, jetzt mal wieder ein schönes Signal. Ich habe schon rausgeholt. Aber ein bisschen schwankend, wollen wir mal gucken. Oh, Leute, ich laufe jetzt gerade, nachdem ich so viele Römer gefunden habe, wirklich eine Stunde lang rum und es kommt gar nichts mehr. Und jetzt haben wir wenigstens etwas. Ein altes Projektil. Natürlich nicht im Zeitalter der Römer, aber wahrscheinlich so 19. Jahrhundert, irgendwie so. Jo, besser als nichts. Nehmen wir mit. Ich mache auch schon so langsam schlapp, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe die ganze Anfahrt gar nicht geschlafen, richtig. Und wir sind schon den ganzen Tag am Suchen und es ist wirklich super heiß. Aber die Aussicht, Leute, die ist trotzdem mega nice, oder nicht? Naja, ich denke, dass wir uns gleich schon ins Hotel begeben und dann ist morgen wieder ein neuer Tag. Aber es hat auf jeden Fall richtig geschockt. Also für den ersten Tag gar nicht so schlecht. Ich habe 5 Römer gefunden insgesamt. Einer davon versilbert. Und noch natürlich ganz viel Müll und ein paar andere Kleinigkeiten. Im Großen und Ganzen. Fazit für den ersten Tag. Nicht schlecht, aber muss besser werden hoffentlich in den nächsten Tagen. Dann nehme ich euch wieder mit, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Adios. Peace.